mal im Ernst, ich fahre 5 Meter zur nächsten Haltestelle. 5 Meter? Warum ist das hier hinten denn so dunkel? Einmal ums Eck, da hätten die Leute auch hinlaufen können. Du fährst jetzt extra die Haltestelle an? Nee, gut. Hi! Du wolltest jetzt nicht ernsthaft nehmen. Doch, ich lass den Typen einmal kurz raus. Klar. Ja, der muss raus. Und ich suche gerade mein Licht. Du musst raus. Tschüss. So. Grüner wird sich da. Da steht einer. Da steht einer vor deinem Bus. Ich glaube, Ryan bringt dich um. Oh, jetzt weg, okay. Ein um. Ja, ist schön. Ich hätte die wohl gern. Ja. Einer muss das Geld holen. Wie oft denn noch? Ja, ich hole doch auch gerade das Geld dran. Ich hatte noch nicht eine Kollision. Ich auch noch nicht. Geht doch, fahr du Sack, du. Aber du hast ja schon Menschen mitgenommen. Ich rede ja auch von der jetzigen Fahrt. Achso, das war die andere. Oh. Ja, 11.000. Ja, ich bin schon bei 7.000, also ich krieg schon. Ja, ich hole jetzt in dieser Runde auch das Geld ran. Ich bin richtig seriös gerade. Was denken Sie, werden die neuen PS Plus Spiele im Mai gut? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe da irgendwie Bedenken. PlayStation Plus ist seit Monaten Müll. Aber. Ich sag mal so, Juni haben sie halt auch noch, weil das neue Abo-System erst ab 22. Juni drin ist, also. Wenn sie wirklich was zum Ende raushauen sollten, was gut ist, dann wird das erst im Juni passieren und nicht im Mai. Ja, hier in den Bus genießt die Sau. Trag eine Maske. PS Plus ist ganz okay, das Beste ist es nicht. Ich komme mir schon nicht beklagen, weil die Hälfte der Spiele, die da sind, habe ich nicht. Und habe ich alle auf der Wunschliste. Ja, dass PS Plus ganz okay ist, das sagen halt auch nur die Leute, die nie Geld für Spiele ausgeben. So blöd das halt klingt, aber es ist halt so. Ja. Wobei, nur halt für Spiele, die ich vorbestellen will. Ja, ja, eben. 90% der Spiele, die ich halt durch PS Plus kriegen könnte, habe ich halt schon so. Ja, gut. Und den Müll, der da drin ist, den brauchst du halt nicht. Ich habe nicht ohne Grund fast 600 Spiele auf der PlayStation. Ich glaube, ich hatte bisher zwei, die ich schon hatte bei PS Plus. Ich bin gespannt auf PS Plus Premium Plus. Premium Plus, what klemme ich auf? Ja, die haben doch das neue Abo-Modell und da kriegst du dann halt das ganz normale, wo du nur online spielen kannst, glaube ich. Dann Online-Spiel, also PlayStation Plus mit irgendwas anderem und das teuerste Abo mit 16 Euro hast du halt PlayStation Plus mit PlayStation Now zusammen. Ach, frag mich nicht. Ich glaube, ich habe knapp 300 oder 200 Spiele. Also ich habe, glaube ich, irgendwas über 240, ja, 230 von dem Dreh. Aber ich nicht. Also PlayStation Plus ist mittlerweile einfach nur noch eine reine Enttäuschung. Ja gut, ja. Wenn man auch schon alle Spiele hat. Ah, okay, also wird es theoretisch nur zum Online-Spielen günstiger. Es wird nicht günstiger. Es kostet genauso viel wie jetzt, glaube ich, monatlich. Wenn du nur Online-Spiel, ich weiß gar nicht, ob da nur Online-Spiel drin ist. Also die Spiele kriegst du ja trotzdem. Aber günstiger wird's nicht. Günstiger wird's nicht. Eh falsch. Verdammt. Oh, rote Ampel. Es wird im Endeffekt. Ein Aria! Ja. An sich eigentlich nur teurer. Ich hab lila Popo, Bus-Popo vor der Schnauze. Oh, bist du hinter mir? Jetzt wird's heiß. Die Preise haben wir gerade nicht komplett im Kopf. Also entweder bleibt so oder es wird sogar, glaube ich, sogar noch teurer. Ein bisschen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich halte mal gesunden Abstand zu dir. Ich glaube, das teuerste Abo. Ja, ist besser. Aber ich blinke extra für dich, das mache ich sonst nicht. Ah, schlag doch! Da hast du's. Nein, du bekommst auch mehr für das PS Plus. Ja, wie gesagt, ich hab doch keine Ahnung von. PlayStation Plus Essential ist im Wesentlichen zum bisherigen Modell identisch, sage ich ja. Du kriegst im Endeffekt genau dasselbe wie jetzt, für denselben Preis. Nur, dass du halt nur noch zwei Spiele kriegst. Ja, zwei monatlich herunter, inklusive Rabatte, ja, genau. Genau. Also für mich eher uninteressant.
Also der Wanderweg der Pandas ist echt erdrückend. Der ist toll, ne? Ah, ich finde den klasse. So ungefähr so, das Gefühl habe ich, als wenn ich mich auf den Weg mache, meinen Ex zu sehen. Ah, okay, ja, kann ich mitleben. Wie Ryan schon sagt, 90% der Spiele sind Müll, ja. Mein Problem, es ist nicht wirklich ein Problem, aber bei mir ist halt, warum ich mir das teuerste Abo hole, ist halt alleine wegen diesem PlayStation Now-Ding, ne? Weil du halt bist, ich glaube, PlayStation 2, PlayStation 1 Spiele, kannst du halt alles dann halt spielen. Und das ist halt nice. Gerade halt für den Stream und so. Das stimmt. Würde ich dann wahrscheinlich auch drauf wechseln. Ja, aber halt 16 € im Monat, ne? Ja, gut. Das ist dann halt aber auch so, wenn man überlegt, ich bezahle jetzt halt 9 im Monat, ist dann schon eine Hausnummer. Es sei denn, du hast PlayStation Now, dann kriegst du das erstmal umgeschrieben. Deswegen haben sich so viele bis 2031 PlayStation Now geholt, damit sie nicht zahlen müssen dafür, weil es günstiger ist, PlayStation Now zu holen für ein Jahr, als das für ein Jahr. Ich glaube, dieses PlayStation Plus Ding da, das für 16 € im Monat kostet im Jahr 120 oder so. Das ist schon eine Hausnummer. Jo. Je nachdem, wie teuer es wird. Ja, wie gesagt, ich glaube, es waren 16 oder 17 € im Monat. Mach dich von der Fahrbahn, du Lusche! Und ich glaube, die einzigen Spiele, die ich aus PS Plus gespielt habe, sind DBD und Days Gone. Und da fängt es halt schon an. DBD war im PS Plus, habe ich mir zum Release gekauft für 35 €. Days Gone habe ich mir doppelt gekauft, war im PlayStation Plus drin. So, ja. 120 ist eine Hausnummer. Ja, es ist eine Hausnummer. Deswegen. An sich ist das Abo-Modell nice, weil du halt die ganzen guten Spiele von der PlayStation 3, 2 und 1 halt auf der 4 bzw. 5 spielen kannst. Aber es ist ja halt trotzdem eine Hausnummer, ne? Das musst du halt auch erstmal haben. Ich meine, ich kaufe mir eh die Jahresabos, weil ich das Geld dafür nicht habe. Aber ne, ich glaube, da werden viele wegen dem Preis halt schon fünfmal überlegen. Da ist halt, so blöd es halt klingt und so blöd man auch immer vergleichen möchte, der Game Pass ist der günstiger, der Game Pass ist aber halt um viele Dinge auch einfach schlechter. Alleine, dass du halt die Spiele, die du da spielst, dass die irgendwann rausfliegen, dann musst du sie trotzdem kaufen. So, bei PlayStation Plus musst du halt nur das Abo haben. Und jetzt komme ich, ich habe immer noch keine Ahnung davon. Oh man, Raven, jetzt konnte ich nicht mehr lesen, was Masuna noch geschrieben hat. Fahr! Ich schaue es mir mal genauer an. Leisten wäre kein Problem, aber sind dann die alten Spiele gratis einfach dabei? Na, die alten Spiele sind halt über dieses PlayStation Now-Ding da, was die mit reinbauen. Das, was Raven geschickt hat, ist dieses Mittelalbum. Ah! Haha! Erfahren. Das Mittelding. Game Pass ist was ganz anderes. Nein, es wird mit dem Game Pass verglichen. Das ist genau der Punkt. Es wird mit dem Game Pass verglichen. Natürlich ist an sich der Game Pass was anderes. Aber genau darauf baut Sony auf. Und wenn man da ein bisschen in der Materie drinsteckt, dann merkt man das auch. Es ist im Endeffekt ist es genau dasselbe, weil du bezahlst für beides. Du bezahlst für den Game Pass, dass du Spiele spielen kannst. Und bezahlst dann bei PlayStation Plus, damit du Spiele spielen kannst. Punkt. Im Endeffekt ist es irgendwo dasselbe. Nur, dass Sony halt das so löst, damit du die Spiele, die du danach hast, durch PlayStation Plus behalten kannst. Und beim Game Pass ist halt so, da kommen halt auch neue Titel rein, was bei PS Now übrigens nicht der Fall ist. Das waren jetzt Ausnahmen. Und dadurch locken sie halt die Leute, weil sie halt ihre ganzen neuen Releases damit reinpacken, weil sie ja, weiß ich wie viele Milliarden Leute die haben, die das, oder Millionen Leute, die das halt nötig haben. 40 € im Jahr mehr, wenn man gute Titel spielen kann, lohnt sich theoretisch aus, dass man es nicht hat, ja. Oh wow, ohne neue Titel ist es Müll. Nee, tatsächlich nicht, weil ich glaube, wenn die merken von Sony, dass sich das halt lohnt, dass sich genug Leute dieses Abo holen, könnte ich mir schon vorstellen, dass ab und an mal neue Titel drin landen. Na klar. Aber es wird hier niemals so klar sein wie beim Game Pass. Nie und nimmer nicht. Hier. Bitte. Weil dafür sind die hier Spiele von Sony einfach viel zu gut. Was die was? Ganze. Na. Die,
ganzen Spiele an sich angeht, weil guck dir einfach die Spiele an, die aus den Entwicklungsstudios von Sony kommen und vergleich sie mal mit Microsoft-Spielen. Ne? Guck den Horizon an. Vergleich mal ein Horizon mit irgendeinem Microsoft-Spiel oder ein Uncharted oder ein The Last of Us. Hilfe. Gib mir bitte einen Titel, was bei Microsoft so gut ankommt, dass man halt sagt, oh, ich muss mir unbedingt eine Xbox kaufen. Außer Halo. Halo kannst du aber auch mit PC spielen. Das ist halt der Punkt. Sony, ich weiß noch nicht mal, was bei Microsoft ist. Also, ich weiß noch nicht mal, was bei Microsoft an Spielen ist, außer Halo. Ja, eben. Selbst das macht's halt nicht mehr, Halo. Wenn ich jetzt mal bedenke, von der Xbox 360, die ich noch habe, ich weiß, uralte Konsole, aber alle Spiele, die ich auf der 360 habe, gibt's auch bei PlayStation oder PC. Ja, alle. Ja, eben. Komplett eben, alle. Mittlerweile, Forza kannst du auch auf dem PC spielen, das ist der Punkt. Microsoft hat's ja irgendwann so gemacht, dass du nicht mehr darauf angewiesen bist, eine Xbox zu haben. Und genau das ist der Punkt. Alle immer so, Xbox kommt so gut hinterher mit der Next Gen, warum schafft Sony das nicht? Ganz einfach, weil du die Xbox an sich nicht brauchst, wenn du einen krassen PC hast. Punkt. Du kannst alles auf dem PC spielen. Nein, ich bin das wieder falsch abgebogen. Das ist mittlerweile so. Du kannst alles auf dem PC spielen. Es gibt keine Xbox Exclusives mehr. Und genau das ist der Punkt, warum die PS5 so vergriffen ist und die Xbox halt nicht. Boah. Blöde Troller, natürlich. Ich warte bisher so drauf, dass ich eine PS5 kriege. Gut, ich habe auch gerade nicht das Geld dafür. Aber es geht im Prinzip. Mehr als Konsole. Ja, natürlich. Aber wenn du halt schon einen krassen PC hast, brauchst du halt die Konsole nicht. Das meine ich halt. Klar, die Also das ist der Grund zumindest, weswegen ich warten kann und jetzt nicht direkt auf. Bei Amazon gibt es gerade welche und zack, raufgehe. Ne? Ja, wie gesagt. Du brauchst an sich ja auch keine Xbox, wenn du einen guten PC hast. Nö, aber ich meine, wenn du von vornherein sagst, du brauchst keinen PC oder du willst auch keinen PC, na klar, dann ist dann halt für dich die Xbox gut. Ich bin PlayStation-Kind. Mit Leib und Seele. Ja, ich bin auch PlayStation-Kind. Ich bin 1, 2, 3 und 4. Ewigkeiten. Iron Cop Deal! Ich habe sogar noch meine PlayStation 1 hier rumliegen. Also ja, ich auch. Iron, hallo! Hallo! Ich meine, ich glaube, dass ich mein Gamertag, den ich seit 13 Jahren überall mit hinnehme, den ich bei PlayStation bekommen habe, so gesehen, dass ich den immer noch habe, das sagt viel aus über mich. Und eigentlich bin ich 13. Ich bin so alt, wir hatten damals noch die Folie, die man auf den Fernseher gelegt hat, um Pingpong zu spielen. Ich hatte nur Kollision mit 4000 diesmal. Hatte meine PS5 auch nur durch Glück letzten Sommer bekommen. Huh? Ja. PS5 ist halt einfach krank. Ich bin froh, dass ich sie habe. Danke. Aber ich bin froh, dass ich das Theater auch einfach nicht mehr habe. Danke. Weil das ist ja grauenhaft. Also was da momentan abläuft, ist. Das Theater hättest du halt nicht, wenn der ganze Release einfach ein bisschen geordneter abgenommen wäre. Danke, Ryan. Ihr verwirrt mich alle. Er schreibt aber so voll den Absatz rein. Jetzt sehe ich wieder nicht, was man so mal noch geschrieben hat. Ich möchte übrigens anmerken, ich habe das Geld, was ich in der letzten Fahrt verbaselt habe, wieder drin. Das ist schön. Also bis jetzt. Ich habe ja noch ein bisschen Strecke vor mir. Juhu, ich bin angekommen. Ah, du Sack! Wie nennst du mich? Dich nenne ich nicht Sack. Okay. Sondern? Schlumpf. Kati, Schnupsi, Wupsi, Pubbelige, Knuddelchen. Oh. Ja. Okay, das will ich das nächste Mal aber genau in diesem Wortlaut nochmal hören. Dadurch, dass sie jedes Mal wieder ändert, kann ich das nicht. Das ist schlecht. Ja. 22.000! Na, Ryan, bist du stolz auf mich? Ja. Juhu! Ich hab's geschafft, dass Ryan einmal auf mich stolz ist. Das ist gar nicht wahr. Ja, aber diesmal hatte ich kaum Unfälle oder so dergleichen. Unfälle. Aber siehst du, ich sag ja, kostet 17 Euro im Monat und im Jahr 120. Das ist halt eine Hausnummer, aber du kriegst. Ich hab gelesen,
Du hast bei dem Abo für 120 im Jahr zu Release schon über 700 Titel zum Spielen. Bin sehr gespannt. Ich kann uns den Erdgas... Ah nee, kann ich noch nicht. Uns fehlen 30.000 uns. Wer hat sich diese Strecke ausgedacht? Ich. 330.000 brauchen wir für den Erdgasbus. 10.000, also knapp, nein, 9.000 fehlen noch, nicht 30.000. Ich bring 27,5 mit, reicht dir das? Kannst du jetzt... Ja, ich will aber nicht im Minus sein. Dann bringt Ryan mich um. Ja. Definitiv. Wenn ich da bis jetzt... jetzt bring ich 14.000 mit. Wenn ich da jetzt ins Minus gerate... Dann steigst du sofort aus dem System heute hier aus. Nee, dann will ich deine Adresse haben und komm rum und dann gibt's Schläge. Okay, Adresse kriegst du, aber nur wenn du mich nicht schlägst. Schlagen Ryan! Tut man mit der... Moin, moin. Schlagen tut man mit der Zunge. Kann ich einfach einen Link darüber reinschicken, dann kann er sich in Ruhe durchlesen. Ja, klar. Nein, ey! Willst du mitfahren? Ja, meine Fahrt ist noch nicht gestartet. Moin. Moin. Ja. Endstation. Sehnsucht. Panda Slab, ja, genau der. Das passt ja, dann habe ich die Strecke gleich zu Ende und es ist 3 und dann kann der nächste rein. Juhu! Kitty, mach dich bereit! Ich muss aber vorher pinkeln gehen. Welche Strecke soll ich jetzt fahren? Welche bin ich jetzt überhaupt gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. 2? Welche fehlt dir denn noch? Dann überlasse ich Kitty schön Bud Spencer den... Weil ich muss jetzt gleich die 6 fahren. Du freust dich schon? Ja. Sehr schön. Das heißt, Kitty hat sowieso freie Bahn. Du kannst sich alles aussuchen und bei dir weiß ich nicht, was dir fehlt. Ich glaube, ich bin gerade die 2 gefahren. Ich habe gerade 27,5 mitgebracht. Nee. Ja, schön unten Level ab habe ich dir geholt. Jetzt haben wir 386.000. Sehr schön. Also ich fahre jetzt gerade die 1. Ich fahre jetzt die 3 und dann... Komm mit 17.000. Wupp, wupp. Kann ich bitte eine Fahrkarte Danke, haben? Danke, Raven. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten. Danke. Okay, ich fahre über den Bürgersteig. Oh Gott. Fängt doch schon mal gut an. Ich habe hab nur die Laterne mitgenommen, nicht die Menschen, die da standen. Ja, reib mir das doch mal in die offene Wunde. Schön einmal mit Salz drin. Nein, nein, dann hätte ich gesagt, ich fahre keine Menschen mit Rollstühlen um. Mensch ist Mensch, ob er jetzt Räder hat oder nicht. Ja, aber es macht dir doch mal schlimmer, wenn du einen körperlich benachteiligten Menschen überfährst. Quark, den hätte er schneller rollen müssen. Du hättest einfach bremsen müssen. Der ist einfach auf die Straße gespawnt, weil sich jetzt mal bremsen können. Eine Fahrkarte bitte. Oh, herrlich, ey. Das war ein Selbstmordkommando. Selbstmordkommando? Einen Körper nicht benachteiligten Danke. Menschen? What? Körper. Mann. Körper nicht. Körper nicht. Ja, was? Wir sind ja alle nur geistig ein bisschen anders. Oh, Mann, oh. Nichts passiert. Keine SS beim Autofahren checken. Oh, schlag doch. Bin mal weg, bis dann. Bis das dann, hat Dani. Sie gesagt, nicht ich. Das hast du so verstanden, weil du es so verstehen wolltest. Ah, schön. Oh, Schlagloch. Was passiert eigentlich, wenn ich den Bus ins Wasser setze? Kann ich das? Versuch's mal. Also du kannst mit dem Bus sogar über Feldwege fahren. Ja, hab ich verstanden, weil sie gesagt hat.
Nein, nein, Masuma. Nein, nein. Nein, nein. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Die Frage ist, wie sehr würde Ryan mich töten, wenn ich das probiere? Naja, es kann dir jetzt egal sein, weil es seine letzte Fahrt ist. Aber ich mag Ryan. Ich mag Ryan auch, deswegen versuche ich das gar nicht erst. Es reicht schon. Waschstraße dann, oh Gott. Das ist immer, oh mein Gott, ja, okay. Aber fahr einfach die Waschstraße. Nein. Das geht, das zählt. Du wäschst einfach nur den Bus. Das hat Masuna gesagt, nicht ich. Ja, ich weiß, aber dann hast du da nichts gegen. Doch. Nein. Doch. Nein. Problem ist... Keine Kollision. Keine Kollision. Da sind überall Zäune, durch die ich glaube ich nicht durchkomme. Also Ryan ist sicher. So schnell kriege ich die Waschstraße nicht. Noch, es kann ja sein, dass es irgendwo einen Punkt gibt, an dem das sogar möglich wäre. Challenge accepted. Ryan hat gegen alles, was ich sage, was nein, das stimmt nicht. Nur gegen den Blödsinn. Also gegen alles. Oh, ich musste ausweichen. Oh, los, ich habe ihn trotzdem mitgenommen. Ja. Ich habe Challenge gehört, was? Hallo, Ryan. Hallo. Ich sehe dich. Ich sag ja, gegen alles. Siehst mich? Wo bist du denn? Ja, ich bin hinter dir. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Oh. Hallo. Ich sehe euch nur per Namen. Aber das Stop Challenge habe ich gar nicht an. Oder? Ich glaube, die müsste ich aushaben. Wohlweislich wahrscheinlich. Nee, die habe ich wegen Kirby letztes Jahr ausgehabt. Achso. Bei Kirby brauche ich sowas nicht. Ja, es hätte ja sein können, dass du wohl weißt, ich nicht, dass es kommt, ne? Fahr 30 Menschen über den. Wo hab ich über den Haufen. Ich dachte, ich hier. Kirby, sie stalkt. Ich habe gleich bist du wanted. Klar. Kirby haben wir jetzt auch durchgespielt, mein Sohnemann und ich. Oh, ich muss Kirby noch durchspielen. Das ist niedlich. Aber ich spiele es halt auch nur im Stream, ne? Ja. Timey-wimey. Stuff. Muss noch mal ein Pokédex-Zeile machen. Für den Dr. Who Alert. Ich lieb's. Ah, schlag mal, ob ich zu den Alerts irgendwie irgendwelche Bilder hinpacken kann, weil da gibt's ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht warum, ich war auf Dreier Straße und habe eine Kollision von 500 bekommen. Damit nerv ich mal Hybrid mit dem dem GIF. Nächster Halt. Kirby ist das perfekte Kirby-Modell. Oh, Model, nicht Modell. Ja, hat aber rein. Mach super, ey. Ja, hallo, der frisst ein Auto. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Masuna macht einfach Party. Danke. Eine Fahrkarte, wupp, wupp. Bitte. Danke. Wir stehen da im Kreis, einen halben Meter über dem Boden schwebend. Das macht mir Angst. Was? Da stehen Passanten auf dem Gehweg. Im Kreis, vier Stück. Einen halben Meter über den Boden schweben. Es ist fast so unheimlich wie der Verschwindebus. Du kommst zur Party im alten Säckchen. Hans und Christina sind verwandt. Oh mein Gott. Ryan ist nicht mehr so weit von mir entfernt, nur noch 0,7 Kilometer. Oh nein. Schatz, da, ich bin Arzt. Lass mich durch. Ach, ich bin durch. Lass mich Arzt. 0,6. Oh nein. Ach, ich bin gern hier. Man kann Unsinn machen, labern, hat Unterhaltung. So muss das. Nuts in Badehaar. 0,5. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear say I want it that way. Jetzt haben alle abgeschalten. Nee, noch nicht ganz. Ich bin zu jung für diesen Mist, aber nein, ich bin zu alt für diese Scheiße hier. Was? 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 Scheiße, wo? Ich brauche am laufenden Band. Schön, ey. Das ist schon eklig. Das hatte mein Kaninchen damals, wenn er am Faden gefressen hat. Danke. Was? Ich brauche eine Fahrkarte. Mein Kaninchen hat mal ein Stück Faden gefressen, aber scheiße am Band. Oh, nein. Das ist ja genauso wie wenn eine Katze
die Bänder von den Mülltüten frisst. Dann hast du auch Scheiße am Band. Ja. Sie ist wieder beim Rollstuhl rein und denkt dir nichts. Okay. 0,1. Hi. War das ein Mein Geist? Fahr bitte weiter, sonst staut sich da alles. Nein, nicht genau da stehen bleiben, bitte. Ich komme sonst hier nicht raus. Na, noch geht's. Warum? Jetzt war ich eben gerade in der Kollision. Ryan! Nee, weg hier. Jetzt hab ich mich extra beeilt. No. Viel Spaß im Work, Raven. 10.000 plus. Ryan mag mich nicht mehr. Schnell weg, ey. Ryan. Boah, das war richtig knapp, ne? Du warst fast da. Ich kann dich ja gleich nochmal überholen, wenn ich Nein. mich beeile. Nein. Ich würde jetzt aber schon mal rausplöppen, da mein Pen & Paper gleich startet. Hi. Mach das. Ja, stimmt. Nicht was. Letztes Mal war... Vielen Dank. Treib dich zu bunt. Ja, genau. Ich spiele eine Barde, natürlich treibe ich's bunt. Oh. Eine Fuchsbarde. Hui. Dann treibst du es recht bunt. Viel Spaß Danke. Beim Baden. Tschüss. Tschüss. Ich muss mich beeilen. Wieso? Ach du, weiß ich auch nicht. Sie wird fuchsteufelswild. Mach mal. Ich komme. Erscheinen reicht mir. Nein. Doch. Wieder seriöser? So. Echt? Seriös? Ach ja, stimmt, ich wollte ja heute seriös sein. Hat doch gut geklappt bisher. Was man hier so im Hintergrund hört. Unfassbar. Hufu Schlecki. Hallo Teufelsweib. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ah, schön, schön. Ich will gar nicht wissen, wie sich das anhört, wenn man das Bild dazu nicht hat. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Wir haben hier wieder Fahrkarten-Dealer. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, schlimmer. Ja, ich glaube auch mal so. Ich glaube nämlich auch. Danke. Ich glaube, ich will das aber nicht wissen. Nicht? Mm-mm. Wieso nicht? Ich glaube, dann bin ich noch verstörter als jetzt schon. Komm schon. Komm schon. Nee, wenn dann erscheine ich. Komm schon. Wenn dann erscheine ich. Erschein, komm schon. Erscheint schon. Ja. Erscheint schön schon. Wie schon wohnen. Schön wohnen. Es klingt wie eine dauerhafte Challenge bei David, wenn er die Cam aus hätte. Oh, okay, ich weiß schon, warum ich nicht so oft die Cam anhabe, glaube ich. Ich habe sie nur an. Wenn dann kommst, erscheinen ist für Anfänger. Ich bin ja gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Nee. Der Stream ist zwar ab 18, aber nein. Ich habe 22.000 wieder nach Hause gebracht. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, ne? Ich auch. Ich bin heute richtig Profi. Ja, ich merke schon. Oi, dann habe ich jetzt ja gleich den Wanderweg der Pandas. Freust du dich schon? Ja. Ich habe gleich alle Strecken durch, oder? Ja. Nicht mehr viel. Oder? Fehlt mir nicht irgendeine? Die erste wahrscheinlich. Nee, ich glaube, ja, die erste fahre ich doch nicht. Was ist mit dir los? Fahrt der schlechten Witze, habe ich die schon gehabt? Das weiß ich nicht. Kannst du mir mal kurz die Strecke zeigen? Das wäre die hier. Die startet hier. Geht dann da lang. Hier rum. Dann hier hinten hin. Zur Kläranlage. Und dann wieder zurück. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich guck gleich mal. Also mit Cam wäre es angenehmer für uns. Ja, nee, glaub mir, wäre es nicht. Susi ist gerade auf einem
Satisfier-Trip. Huch, jetzt habe ich. Oh, 4700 für das bisschen? Habt ihr nicht gesehen? Ich habe das erste Mal Minus gemacht. So richtig Minus. Was? Ja. Aber merkt man nicht. Ja, du bekommst eine Einladung, wenn du soweit bist, Kitty. Iron Armor raus. Und dann würde ich dich einladen, wenn du soweit bist. Ich bin auf keinem Trip. Gar nicht. Oh, schön, schön. Darfst du natürlich auch. Ja, direkt. Hi! Hi! Oh mein Gott, was ist hier los? Jo, Einladung ist raus. What the fuck is going on? wie macht man nochmal das Steam Overlay an? Hier? Tab und Shift. Ja, genau. Was Ryan sagt. Ja, akzeptieren. Also ich bin sehr, also mit meinen Bussen bin ich sehr im Plus. Das ist gut. Ist das jetzt ironisch gemeint, oder? Nö. Okay. Ich kann uns aber jetzt den Erdgasbus holen. Das ist schön, also wir haben ja pleite, ne? Ja. Oh, ich kann uns jetzt sogar den Ziehharmonika-Bus holen. Den was? Den Ziehharmonika-Bus, diesen... Ja, andere nennen das Gelenkbus, weißt du, und sie Ziehharmonika-Bus. Ja, den kenne ich von Renner Crossbow, der Ziehharmonika-Bus. Weil das wie eine Ziehharmonika ist. Mit meiner Kleidung sehe ich ja aus, als wär ich aus dem Zirkus entlaufen. Gut, oder? Nein, so Bus gut ist kaufen! Das nicht. So, Angestellter. Ein echter schon Katzenfutter, ja, hier einstellen. Angestellte, Streckenplan. Ach, schön, schön. Wir müssen jetzt auch das Geld für den zweiten. Von dir, Ryan. Nein, von mir wird gar nichts geplant. Doch. Das sagen haben auch viele beim Friseur oder im Bett. Ziehharmonika. Oh, nein. Danke, Aidaria, danke. Was denn? Das habe ich getan. Masuna ist wieder bei seinen Haarwitzen angekommen. Aber das ist gut. Möchtest du erstmal eine kurze Strecke, Kitty? Ich fahre alles, was man fahren kann. Okay. Du kannst also deine Haarwitze bei Aidaria lassen, Masuna, danke. Ich muss nur gucken, dass ich dann die Geschwindigkeit nur so einhalte. Ich bin du kannst auch einfach Z drücken. Das stimmt. Dann würde ich sagen, 1 und 2 sind ja hier quasi so die Standarddinger. Da habe ich ja jetzt Fahrer eingestellt, dass du bei der 3 einfach beginnst und dich dann runterarbeitest. Ich fahre jetzt gleich die 6. Runterarbeiten. Runterarbeiten, ja. Dann fahre ich die 3. So lange, bis es halt hier freigeschaltet wird, ne, mit den Fahrern. Dafür brauchen wir aber noch einen zweiten Erdgasbus. Vista Monika, oh nein. Oh, dann fahre ich nämlich jetzt den Wanderweg der Pandas. Welchen fährst du nochmal rein? Ich fahre gerade noch die 3 Grad bei euch. Okay. Und dann die 5, glaube ich. Ich glaube, die 5 hatte ich noch nicht. Okay. Bin mir aber unsicher. Rundfahrt ist an. Ja, perfekt. Nein, ich habe den falschen Bus, glaube ich, gewählt. Warte. Na egal. Fahr jetzt mit dem hier. Für Studenten, kommt sofort. Kitty, für eine Woche. Hallo! Nächster Halt, Augstrahl. Warte. Wartet mal kurz. Was? Warte. Ihr könnt ruhig weiterreden, Warte. Ich muss dich ein bisschen leiser stellen, du bist sehr laut bei mir. Hallo. Oh, sehen die Männer besser aus mit ihren Outfits? Ich finde immer noch nicht aus, als wäre ich im Zirkus und laufen. Ich finde, es sieht aus, als würde er in einer Kinokasse arbeiten. Ja, aber guck mal mich an mit meinen fetzigen grünen Haaren. Das Hammer-Ghetto, Alter. Das Hammer-Ghetto. Nein. Okay, ich gehe aber kurz einmal kurz Pause. Ich muss mal für kleine Königstiger.